Uh-oh. Hey, Elamon. Chloe? What are you doing here? Ich suche Drew. I was looking for your brother, but he's not here, so. Why? Bro, we got. Yesterday wasn't enough? You want to go another round? Doesn't matter. Mikey, get your stuff. Let's move. Drew, relax. Slow down. Shit. You're making me think you're nervous about something. Was ist los? Drew, what's going on? Don't worry about it. Stay in here and don't say anything, little brother. Whatever you do, don't open the door. You know what's going on? Damon, you shouldn't have come here. School's not the place for this. Really? Where is the place to collect my fucking money? Shit. I told you, I don't have it. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started two-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me a grand. Where is it? I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough times. Yeah. Bet a grand would mean a lot to him right now. Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of thin air. I want my fucking money! You don't have to hit me, man. I'm good. Where is it? Please! Just give me one week. You're just going to lie there? I thought football players were supposed to be tough. Sorry to have to do this, kid. No one steals from me. No one. Fuck. Fuck. Oh shit. Oh Mann, ey. Damon das Geld geben oder bei Mikey bleiben? Ah, fuck, ich wusste doch, dass das wieder Konsequenzen haben wird. Oh Gott, ey. Boah, ich würde beides gerne tun. Bei Mikey bleiben, halt eben. Aber gleichzeitig Damon das Geld geben. Ah, fuck. Aber dafür sind wir doch eigentlich gekommen, dass wir das. Eigentlich ja den Frank geben. Oh fuck. Oh fuck. Damon das Geld geben, bei Mikey bleiben. Wir dürfen uns jetzt nicht verraten. Komm, reiß dich zusammen, Kevin, reiß dich zusammen. Bei Mikey bleiben. Sorry, aber bei Mikey bleiben ist so. Let me go! No! Your brother said to stay inside. It'll be okay, Mikey. It'll be okay. Damn, you are one tough kid. Fuck you. Yeah? Well, what about this? Good luck running on that knee now. Bye-bye, football. Well, I'm done. Get my money. Or maybe it'll be your little brother I talk to next. See you soon. Drew! It's okay. I'm okay, little brother. Thank you, Chloe. Thank you. Oh, man. Oh, man, der arme Drew. Sein Auge, oh Gott. Ihm das Geld geben, das Geld bär. Oh, man. Ich hasse diese Entscheidungen. Ihm das Geld geben, das Geld behalten. Oh, ich am liebsten würde ihm jetzt einfach das Geld geben, aber es geht einfach nicht. Es geht nicht. Klar, es würde natürlich gehen. Ich würde ihm ja jetzt auch sofort das Geld geben, aber heilige Scheiße, ich kann es einfach nicht, weil sonst habe ich dann wieder Ärger mit
mit unserem Dealer, da halt eben diesen Frank. Dann haben wir halt eben auch noch Probleme wahrscheinlich mit Rachel oder sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich, warum denn abhauen? Das ist hier irgendwie wichtiger. Ach. Aber erstens einmal hat er ja zuerst gesagt, wir sollen drinnen bleiben, also haben wir im Grunde ja nichts falsch gemacht. Und das Geld behalten wäre jetzt eigentlich auch nicht so falsch, weil er ja angeblich gesagt hat, dass er das Geld ja nicht hat. Dabei hätte er das Geld ja gehabt. Warum hat er es so dann gelogen? Muss ja einen Grund haben. Aber das Geld braucht er bestimmt auch. Das sind immerhin 1000 Dollar. Ach, scheiß drauf, ich werde das bestimmt noch bereuen, aber das Geld behalten. Scheiße. I didn't do anything. You kept my brother safe. Drew, you need to get to the hospital. Don't tell anyone about this, okay? Yeah, no. No way. What? What are you going to do? About Damon? I don't know. One day at a time. I hear you. Gott. Warum? Warum? Dieser scheiß Typ, Alter. Also jetzt wird's erst richtig spannend und immer es wird immer komplizierter. Das. Ja. Puh. Tja, und der Waldbrand ist immer noch aktiv. Und hier wird also das große Theaterstück aufgeführt heute. Nacht, glaube ich. This day has been so messed up. And that's before having to watch Victoria butcher Rachel's role. At least I can be here for Rachel. If I can find her. Ja. Jetzt haben wir auch noch Damon. Genau, das ist der Typ Damon Merrick. Boah. Krasser Typ. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch mehr ein einziger Charakter. Bin schon sehr gespannt, wer das sein wird. Und genau, haben wir da Nachrichtenboard. Grausamer Scheinwerfer und Zeit der Heuchelei. Das heißt, wir kommen jetzt schon bald zum großen Finale der zweiten Episode. Also sollte nicht mehr allzu lange dauern. Mr. Keaton. Drama teachers always seem so dramatic. Ja, wie immer. Sup, Mr. Keaton. Ah, the birds, the girl, the desire to be free. Oh, how romantic. Tell me, young lady, do you still believe true love exists? Sure, I think so. But it's a lot weirder and scarier than poets and pop songs make it out to be. You might be surprised, my dear, budding dramaturge. May your propitious appearance counteract the tragedy of Stephanie Gingrich's sudden recusal. An emergency, she says. Word. Stephanie was our lion of the light board, but platitudinal though it may be, the show must sojourn forth. That dude is weird. Yeah.
Oh, geil, Schwerter. Spielen die Game of Thrones, yeah. Of all the possible scenarios involving Victoria Chase and swords, this one is easily the least exciting. Ja, wenn's Victoria spielt, dann schon. After all the work Steph did, it's amazing that she would drop everything to be there for Mikey. Did Doug dig David's garden? Sports just look so exhausting. Los, Otter, los. Drew seems to be the captain of every Blackwell sport. Man, I hope he's okay. Die Otter, Blackwell Wasserpolo, Blackwell Academy, Wasserpolo Kalender 2010, Captain Drew North, Dennyway High School, NSSSS, irgendwas, okay. See? Another reason to be thankful for my, recent life change. Keine Drogen in der Schule. Die Blackwell Academy verfolgt eine strikte Politik gegen Drogen auf dem Campus. Lass Drogenmissbrauch nicht deine Zukunft gefährden. Die Blackwell Academy, die Polizeibehörde von Arcadia Bay und das Staatsanwaltsbüro von Arcadia Bay. Slut-shaming? Sluts shame themselves. Another witty rebuttal by VC. Should know. Ach ja, was haben wir hier? Lichttafel. If I know Steph, she must have been super excited to be the lion of the light board tonight. Sucks. Chloe Price presents Firewalk Laser Light Spectacular. Alter. Ja, sehr schön. Ach man, hast du echt nichts Besseres zu tun manchmal. Ach, hier sind wir wieder schön mit dir. Oh, Hayden. Even Hayden seems super Hayden into this play. What is happening? Hey, Hayden. Address me as Ferdinand, good lady. All right, hey, Ferdinand. Sup, Chloe. I mean, sup, fair maiden. Great, method acting. Really? Thanks. Ja, klar. Samantha. Was macht die denn da? That's some shameless eavesdropping there, Samantha. Hey, Samantha. Nathan, please. I can't do it, Dad. I'm sorry. Keep your voice down. Now listen to me. Oh. Nathan's dad looks like he's really laying into him. I wonder what it's about. You don't understand. They all hate me. They're just gonna laugh at me. And the football team will just bully me more. Why do you suppose that is? I don't know. Because you show weakness. Just like you're doing right now. But Dad... When will you learn that this isn't about you and your problems? This is about the Prescott name. My name. You will not embarrass me. Nathan. Yes. Good. Now. Break a leg. I'll see you after the show. Ganz ehrlich, ich sag da jetzt wirklich was dazu, weil ganz ehrlich, wie kann man denn seinem eigenen Sohn die Probleme und so weiter so vorenthalten, also dass der Name halt ihm wichtiger ist als seine Probleme. Also ganz ehrlich, dann fick dich, dann bist du einfach kein Vater mehr, weil da sieht man einfach einmal, dass wenn man viel Geld hat, man einfach nur geizig wird. Und diese Macht und dieser Machthunger, der wird halt eben immer größer und größer. Und dann wird man zu einem richtigen Arschloch, ohne dass man es eigentlich irgendwie merkt. So, jetzt habe ich es gesagt. Great pep talk, Mr. P.
Everyone knows the best way to instill confidence in someone is by intimidating them. I don't know who you are, but mind your own business. I'd love to. Don't you have, like, a private bunker filled with gold coins where you could have these conversations? Ja, bis später, du Wichser. Fuck! Ach, Nathan. Also, ich muss echt sagen, irgendwie, der Nathan hat schon so irgendwie seine eigenen Probleme. Ich meine, die Familie, besonders der Vater, er soll immer perfekt sein und das will er ja eigentlich auch nicht. I should find Rachel. Und eben weil der Vater ihn dann so scheiße behandelt, wird er natürlich dann auch irgendwie immer stinkig und lässt dir seine Wut auf die anderen aus und deswegen denken immer die anderen, ja, der Nathan wäre eigentlich so scheiße, aber in Wirklichkeit hat er doch auch ein gutes Herz. Tief in seinem Inneren. Er kann es nur nicht so richtig zeigen, weil das ja nicht zeigen darf. Ach, so kompliziert, so viele Probleme. Also ganz ehrlich, wenn man von jedem Charakter die Probleme, mehrere Probleme einer einzelnen Person schon aufzählt, dann will ich gar nicht wissen, was dieses komplette Life is Strange eigentlich zusammen, also dieses Gesamtpaket. Oh, einfach nur unglaublich. So, Samantha? Samantha seems pretty torn up about what happened between Nathan and his dad. Hey. Nathan's dad is... some asshole, huh? I know. I wish he'd just go away and leave him alone. Hm, er sollte dankbar sein, du solltest vorsichtig sein, naja, ja. Nathan's dad sucks. But you should be careful what you wish for when it comes to parents. Oh, Chloe. I wasn't thinking... I'm sorry. For what? You didn't kill my dad. Or did you? That was a joke. I know. Your dark sense of humor reminds me a lot of Nathan's. Actually, the two of you are really similar. What the hell does that mean? I'm serious. You're both artistic and surprisingly sensitive. You've been through a lot, and a lot of people unfairly judge you for it. I think you stood up for Nathan yesterday because you know what he's going through. Nathan's hurt and he needs help. But whenever I try to help him, it always seems to make things worse. If you were Nathan right now, what would you want me to do? Biete ihm Hilfe an, ja, schon. Aber Freiraum, einfach Freiraum. Das ist einfach nur mal das A und O bei solchen Sachen. When I'm super angry, I need to let it all out. The last thing I want is someone trying to calm me down. Case in point, how pissed he was when we tried to help him yesterday. If I were you, I'd give him space and wait for him to come to you. That actually makes sense. Thanks, Chloe. Kein Problem. Wir haben doch alle irgendwie unsere Probleme. Ach Gottchen. Boys changing tent. Thanks, but no thanks. Oh, ach so, okay. Ach so, diese Seite ist dann wahrscheinlich Mädchen, okay. Oder David dig dog. Dana, oh, Rachel. Wie läuft's mit deiner super langen Besorgung? In Drews Zimmer ging verrückter Scheiß ab. Richtig übel. Oh nein, geht's dir gut? Willst du darüber reden? Ja, später. Zu viele Leute hier im Moment. Ich bin hinter der Bühne. Super, bin auf dem Weg. Im Grunde... Where would Rachel be right now? Ja, da drin höchstwahrscheinlich, ne? So, Dana wollte ich noch. Looks like Victoria has finally pushed Dana over the edge. Irgendwie so Gedankenübertragung. Irgendwie wollten wir gerade rein und jetzt schreibt Rachel ja. Hey, Dana. Did Doug dig David's garden? Or did David dig Doug? Did Doug dig David's garden? Or did David dig David's garden? Or did David dig Doug?
Okay, Dana ist schon auch immer noch sehr nervös. Und weiß nicht, ob sie den Text schafft. So. Rachel? Rachel! Oh, come on, V. You got this. Oh Gott. You got this. Nein, kannst du nicht. Shit. I can't do this. I'm going to ruin the play. What are you two doing here? Or did you forget? You let this loser dropout sabotage you. But really, I should be thanking you. Now I have everything I wanted. And you've got a new friend. So I guess we're both doing great. Now please leave so I can get ready for my performance. Even though I wish I was the one performing tonight, Victoria, I really am happy for you. I hope it's everything you want. We both do. Right, Chloe? So widerlich, ganz ehrlich, aber ich will halt eben unbedingt, dass Rachel... Vielleicht können wir es jetzt noch schaffen. Wir bekommen also noch eine Gelegenheit. Oh.